Wegen was, was du auf der Gamescom noch so? Wegen irgendwelchen Spielen oder sowas? Oder? Ja. What? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Hä? What? Nein! Lass das! Weg! Hey Freunde, wir sind gerade auf dem meinsucht.net-Server und werden heute eine Folge YouTuber vs. Zuschauer spielen. Ich habe es gerade auf Twitter gepostet und es sind schon wieder extrem viele Leute da. Ich glaube, allein 300 Leute sind gerade auf dem Server gejoint oder so. Richtig cool. Jetzt werde ich mir auf meinem Discord direkt mal einen aussuchen, den wir heute hochmachen. Heute sind wir auf Discord unterwegs und mal gucken, wen wir heute nehmen, Freunde. Jetzt kommt's drauf an. Guten Tag, wer bist du denn? Oh, hi, warte mal. Als ob ich jetzt gemoved wurde. Doch, du wurdest gemoved. Was geht ab? Alter, hi. Na? Das hätte ich jetzt nur gedacht, ohne Scheiß. Ja, hast du Bock, dass wir ein bisschen YouTuber vs. Zuschauer spielen? Ja, gerne. Ich würde sagen, wir spielen heute mal um den Diamond-Rang und 2 Wochen Ball, wenn du verlierst. Was hältst du davon? Ja, gerne. Super. Mit oder ohne Gold? Mir egal. Also auch. Ja, dann machen wir mit Gold. Ich finde Gold immer eine ganz coole Sache, weil niemand möchte mit Gold spielen. Super, dass du mit Gold spielen möchtest. Finde ich gut. Dann machen wir das nämlich so. Und hast du noch eine Karte als Wunsch, die wir heute nehmen sollen? Ja, keine Ahnung. Wir können Super Mario spielen, aber sonst kannst du auch ruhig wählen. Dann würde ich sagen, wir nehmen Super Mario. Und wir starten das Spiel. Los geht's mit einer Runde YouTuber vs. Zuschauer. Darf ich fragen, wie du heißt, Fuisel? Ja, du hast gerade irgendwie ein bisschen geleckt oder ich, keine Ahnung. Wie heißt du, Fuisel? Also im echten Leben? Tobias. Tobias, okay. Tobias, bist du ein guter Bad Wars-Spieler oder nicht? Es geht. Also ich habe jetzt länger nicht mehr gespielt, aber ich versuche mein Bestes. Okay. Und Tobias, ich habe gerade gesehen, du warst auf der Gamescom, oder was? Ja, genau. War halt auch am Samstag da. Also Freunde, eine ganz kurze Sache, wer das nicht weiß. Die Gamescom war jetzt an diesem Wochenende und in der letzten Woche. Also genau in dieser Woche quasi. Ich war auch da und ich habe sehr viele von euch getroffen. Kann ich da noch was zu sagen? Und du warst auch da auf der Gamescom, Tobias. Ja, ich habe, glaube ich, sogar den Stand gesehen, aber da war es so voll dann. Also ach, wo, bei der Autogrammstunde bei Shirtshop, meinst du? Ja. Hast du das gelesen auf Twitter, dass wir da eine Autogrammstunde machen? Ja, ich war halt auch vorher da, weil ich bin halt bei Unique, ich weiß nicht, ob du das kennst, bin ich halt Backstage schon reingekommen. Ah, okay, cool. Cool, cool. Ja. Wie fandst du die Gamescom dieses Jahr? Eigentlich ganz gut so. Also hat man viel gesehen. Ich war halt nur einen Tag da, das heißt, musste ich halt ein bisschen durchrushen sozusagen. Also damit ich viel sehen konnte, war ich halt von 9 bis 20 Uhr voll Kanne da halt. Ab 9 Uhr warst du da? Ja, jeez. Bis halt zum Ende. Also das war schon krass. Ja, ich war halt auf den Video Days am Freitag und am Samstag war ich noch bei Shirtyp und so bei der Autogrammstunde und ein bisschen auf der Gamescom und es war wirklich. Oh, Leute, du bist schon in der Mitte, what the fuck? Alles klar. Ja, fast. Du bist gerade runtergefallen, ne? Warte, ja. Jetzt habe ich eine Idee, jetzt machen wir so. Okay, Fuisel, Diesel. Jedenfalls, Freunde, ich habe auch einige Sachen aufgenommen. Oh ja, perfekt, perfekt. Lecker, lecker, das nehmen wir alles mit hier. Fuisel. Ja. Ich habe Gold. Oh. Das wird lustig. So. Ich habe einiges aufgenommen. Ich kann ja mal. Obwohl, wir machen das so, Freunde. Wenn ihr Bock habt, dass ich mal sowas irgendwie hochlade von der Gamescom. Ich hab wirklich nicht viel gefilmt. Ich habe, glaube ich, sogar nur ein ganz paar Aufnahmen von dieser Autogrammstunde und so. Aber es war mega cool, die meisten von euch mal zu treffen. Ich kann das mal als extra Video irgendwie morgen hochladen oder so. Wenn ihr Bock drauf habt, dann gebt einfach mal einen Daumen nach oben jetzt auf das Video. Dann lade ich das morgen einfach als so ein 2-Minuten-Video hoch. Es kommt trotzdem noch ein anderes Video dann, also keine Sorge, das ist dann quasi extra. Da sieht man so ein bisschen, wie es auf der Gamescom quasi abging. Oh, Fuisel, du bist. Was machst du gerade? Ich bin gerade noch woanders. Du weißt schon, dass es in der Mitte ganz viel Gold gibt, ne? Ganz, ganz viel leckeres Gold. Ja. Ich versuche mal eine andere Taktik dieses Mal. Okay. Was für eine Taktik? Ich weiß nicht, schon in den Videos, wie du spielst. Du weißt, wie ich spiele, okay. Ja. Fuisel, darf ich fragen, wie alt du bist? Ja, ich bin 17. 17, okay. Ja, Fuisel, erzähl noch ein bisschen was von dir. Wer bist du so? Was tust du? Ja, was soll ich erzählen? Ja, ich gehe noch zur Schule so, mach gerade Abitur. Du machst gerade Abitur, okay. Was hast du für Hobbys? Ich gehe ab und zu mal tauchen und ansonsten mache ich halt auch selber YouTube. Ach, du hast einen Channel, oder was? Ja. Ja, hau mal raus, wie heißt denn den Kanal? Fuisel. Nein! Ach komm schon! Oh, ich dachte, ich kann dich ablegen und einfach abschießen. Fuisel heißt der YouTube-Kanal. Cool, also Freunde, wenn ihr Bock habt. Wow! Wow, wow, wow! Das war aber nicht cool von dir, Fuisel. Was soll das denn? Wo hast du denn so eine Scheiße gelernt? Ja, ich hab das schon. Das macht man aber nicht, das ist aber hier ganz böse, du. Oh mein Gott, aber Fuisel. Ich seh schon kommen, was du gleich vorhast. Ich hab gar nichts vor.
Also ich bin ein armer Mann hier vorne, ich habe keine Items, nur einen Stick, ich habe nicht mal eine Rüstung an. Was hast du denn vor mit deiner Angel da vorne? Nichts, nichts. Erzähl du doch mal, was du da treibst. Oh mein Gott. Was ich. Ich war das nicht, das war wer anderes. Ja. Friesel. Das muss ich mal kaufen. So, zack. Nein. Kaufen. Wow, okay, da kommst du. Runter mit dir. Wieso treffe ich denn nicht? Ah, ich habe keine Pfeile mehr. Mist. Was mache ich denn jetzt? Okay, ich kaufe einfach neue Pfeile. Ich habe wirklich keine Pfeile mehr. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Okay, einen Pfeil habe ich noch. Hallo, Friesel. Hi. Nein, oh mein Gott. Ja, bau dich doch zu, Friesel. Oh Mist, Gott. Mann, jetzt musst du rollen. Ah, Friesel, du stresst mich. Nein. Raus, oh raus, Nein. raus. Ja. Nein. Boom. Oh mein Gott. Erwischt, Alter. So, jetzt kaufen wir uns das direkt nach, Freunde. Und jetzt kaufen wir uns noch eine Sache. Ah, das ist zu teuer, Mist. Das wäre cool, wenn wir das kaufen könnten. Dann kaufen wir uns aber das hier, weil das ist auch gar nicht so schlecht. Das kann man auch so als Schwert benutzen, wenn man möchte. Jedenfalls... bei mir warst du jetzt an der Wochenende. Hast du viele Leute aus dem Internet getroffen, Puisel? Also, die du vielleicht nur aus dem Netz kennst? Ja, ich habe einen getroffen. So, ich wollte eigentlich noch mehr treffen, aber die konnten dann leider nicht mehr. Ja. Die Sache ist, ich habe an diesem Wochenende, am Freitag nämlich, zum allerersten Mal Flo getroffen im echten Leben. Also, ich habe Flo bisher noch nie gesehen, müsst ihr wissen. Und jetzt zur Gamescom habe ich zum ersten Mal Flo getroffen, mich mit ihm unterhalten. Und Flo ist wirklich genauso wie auf dem Teamspeak. Also, ist mega korrekt drauf. Wir werden jetzt gleich zum allerersten Mal den Flotastisch im echten Leben treffen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil Flo kenne ich jetzt schon so lange, aber noch nie in echt getroffen. Willst du hier rausziehen? Nein. Seht ihr ihn da vorne? Da hinter der Laterne. Das ist Flotastisch. Flotastisch! Hey. Hi! Ich mach mir das bei euch so wie in Italien mit Ja, Flo. Hey, nicht, oder? Hi, Mario. Hey. Okay, dann gucken wir mal, jetzt wir Ausländer. Weißt du bist also flutastisch. Oh. Hi, Leute. Richtig peinlich. Peinlich? Ja. Und wir haben ja zusammen auch die Autogrammstunde und so gemacht. Es war mega viel, was wir da erlebt haben. War richtig cool. Oh mein Gott. Wegen was warst du auf der Gamescom noch so? Wegen irgendwelchen Spielen oder sowas? Oder? Ja. What? Oh mein Gott. Nein. Nein. Was war das denn? What the fuck, Alter? Alter. What the fuck war das? Ich hatte gerade mehr Glück als Verstand, oder? Alter. Ja. Hey, du bist hier? Was? Hä? Nee, ich bin nicht hier. What the fuck? Ich bin gar nicht hier. Komm her. Oh nein, du brauchst in die Luft. Du kannst fast putschen. Ja, so einen Quatsch wollen wir gar nicht erst an, Friesel. Oh mein Gott, nein. Oh. Oh mein Gott. Hä? What? Nein! Lass das! Weg! Hi. Raus nein. mit dir! Oh mein Gott, nein. Oh. Mist! Friesel, lass das! Hör auf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das denn? Das war knapp. Das war ultra knapp, Friesel. Oh. Ich dachte schon, das Spiel habe ich voll im Griff. Ich habe dich gerade voll unterschätzt, ehrlich. Ja. Oh, Mist. Aber du bist echt nicht schlecht, also... Ja, Friesel, das bedeutet, du hast jetzt einfach mal einen Diamond-Rang so erspielt, ne, Friesel? Nice. Sag mal, wie viele Zuschauer hast du gerade auf YouTube? Also, wie viele Abonnenten hast du? 2300 ungefähr. 2000, das heißt, du kannst ja eh bald Gold-Rang kriegen, ne? Also Gold-Plus-Rang. Ja, kommt halt auf die Aufrufe dann halt an. Ich glaube, ein bisschen was fehlt noch, aber es reicht bald. Ja, machen wir weiter mit YouTube. Freunde, ihr könnt gerne mal den Friesel abchecken. Vielleicht kriegt er einen Gold-Plus-Rang auf meins und nicht nur den, Diamond-Rang, den er jetzt gewonnen hat. Den Diamond-Rang gebe ich natürlich jetzt direkt. Und Freunde, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wartet schon auf der Gamescom, habt ihr vielleicht Bock, dass ich morgen mal dieses 2-Minuten-Video hochlade von dem von der Autogrammstunde und dem Zuschauertreffen? Ich habe da nämlich mega viele von euch getroffen. Es war so voll. Es ist jetzt so eine Sache, die durften wir damals nicht sagen, aber es war so voll, Freunde, dass die Security der Gamescom gesagt hat, hey,
Das geht so nicht, wir müssen das jetzt ein bisschen kürzer machen, deswegen wurde am Ende leider ein bisschen was abgeschnitten, aber ich glaube, die meisten von euch konnte ich treffen. Gebt für die Folge noch einen Daumen nach oben, habt einen sehr schönen Tag, haut rein und tschüss!